Die Wall Street hat heute einmal mehr ein echtes Lehrstück abgeliefert, wie man sich die Rosinen rauspicken kann und alles andere ignoriert. Gemeint sind die heutigen Inflationsdaten, PCE, Personal Consumption Expenditure. Das war das, worauf die Märkte fokussiert waren, im Grunde seit dem Beginn der Woche. Und siehe da, die Zahlen sind ausgefallen wie erwartet. Und für die Wall Street war das eine Top-Nachricht, nachdem ja die CPI-Daten, also die Verbraucherpreise, zuvor deutlich heißer ausgefallen waren, die US-Erzeugerpreise deutlich heißer ausgefallen waren als erwartet, hat man sich gesagt, naja, aber diese Daten, die meistens ja reinkommen wie erwartet, diese PCE-Daten, die haben fast eine chinesische Prognosequalität wie das BIP in China. Die Chinesen wissen auch immer schon zu Jahresbeginn, wie das BIP dann im Rest des Jahres sein wird. Und so ist das bei diesen PCE-Daten meistens auch zur US-Inflation. Und da hat sich die Wall Street gesagt, ja siehst du, hätte ja schlimmer kommen können und was hätte schlimmer sein können, ist super gut. Also steigen wir mal so richtig, schauen wir uns die Daten kurz an. Hier sehen wir, genau wie erwartet, 2,4 zum Vorjahresmonat, 0,3 zum Vormonat, das ist schon relativ kräftig, und dann 2,8 zum Vorjahresmonat in der Kernrate und vor allem 0,4% in der Kernrate zum Vormonat. Das bedeutet, das ist der höchste Wert, was die Kernrate betrifft, seit über einem Jahr. Aber jetzt gucken wir uns Wall Street an. Die gucken nämlich hier auf diese Jahreskennzahl. Hier zum Beispiel ein Tweet, hier die PCE-Jahresvergleich 2,8 im Januar. Das ist das niedrigste seit März 2021. Die Zinsen sind jetzt 2,4% über der Core PCE. Das sei so restriktiv als Geldpolitik wie seit September 2007 nicht mehr. Gut, das ist eine Sichtweise. Auf der anderen Seite sehen wir hier 2,4% in der normalen Rate, das niedrigste seit Februar 2021. More evidence of a decline in US inflation. Und dann wird dieser Chart gezeigt. Was aber nicht gezeigt wird hier, das ist die Kehrseite der Medaille, nämlich Supercore ist um 0,6% gestiegen. Das ist der größte Anstieg seit Jahren. Das heißt, wir haben eine höhere Kernrate, also die Dinge ohne Nahrung und Energie, und wir haben vor allem diese Supercore, die von der Fed ja so stark beachtet wird. Paul und andere haben mehrfach gesagt, das ist das, worauf wir wirklich achten. Und hier sehen wir, wie stark das angestiegen ist. Das ist also Dienstleistung ohne den Bereich Housing. Und die Inflation in den USA ist ja vor allem im Bereich Dienstleistung, wobei wir jetzt auch in diesen Daten gesehen haben, dass die Güter auch so langsam anfangen zu zucken. Also diese These, die hier verbreitet wird, ja, jetzt ist die Inflation vorbei, die ist natürlich in keiner Form haltbar. Vielmehr sehen wir, dass die Inflation nach wie vor weiter anzieht, gerade was den Vormonat betrifft. Wir haben hier gesehen, 0,4 in der Kernrate, 0,3 in der normalen Rate zum Vormonat. Das sind kräftige Werte. Auch wenn der Vorjahresvergleich jetzt ein bisschen runtergekommen ist, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen könnte, das ist ja toll, die Inflation ist besiegt. Genau das aber will die Wall Street heute hören. Vielleicht sehen wir auch da heute einen Short Squeeze von Leuten, die gedacht haben, naja, jetzt kommen die PCE-Daten auch heute heißer rein. Also gehen wir mal short, und die wurden dann gesqueezed. Alles möglich. Wir sehen also wieder mal ein typisches, wir wollen das hören, was wir hören wollen, und alles andere wird ausgeblendet. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Es wird vor allem auch erstmal nichts an der Fed-Politik ändern, diese heutigen Zahlen. Und diese Fed-Politik heißt, wir werden wahrscheinlich bis Juni, wenn überhaupt, keine Zinssenkung sehen. Und dabei hatte die Wall Street ja mit 7 Zinssenkungen gerechnet, spätestens im März eigentlich. All das wird wohl nicht passieren, wie es derzeit aussieht, aber trotzdem, man nimmt halt die Partys, wie sie gerade fallen. Ich mache heute ein kürzeres Marktgeflüster. Der Grund ist der, dass ich einen riesen Trouble habe, technischer Natur, vor allem mit der Telekom, die mir versprochen hatte, bestimmte Dinge an einem Kabel, für das sie verantwortlich ist, zu reparieren, und heute mir sagt, ja, das machen wir dann mal am 13. März, das ist in 2 Wochen. Ich habe damit ein Riesenthema, weil mein Internet hier nicht wirklich gut funktioniert. Es funktioniert teilweise, aber ich bekomme keinen Zugriff auf Bloomberg, ich bekomme keinen Zugriff auf Twitter-Seiten. Das ist ja das, was ich immer Ihnen hier darstelle, glaube ich, eine Information, die Sie vielleicht jetzt beim Aktionär oder so nicht finden. Und das ist jetzt mein großes Thema.
Ich habe hier ein riesentechnisches Problem, wollte da Ihnen aber auch Bescheid sagen, dass wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich morgen kein Videoausblick passiert, weil ich jemanden brauche, der mir dieses Problem irgendwie durch eine zumindest Zwischenlösung lösen kann. Und morgen vielleicht ein Markeflüster, muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Das ist eher wahrscheinlich als morgen einen Videoausblick. Ich will Ihnen aber noch zwei Artikel ans Herz legen, bevor ich sie in den Feierabend schicke. Da ist erstmal hier der Hoffnungsdealer Elon Musk und die Tesla-Realität. Ja, man kann wirklich sagen, Elon Musk ist ja ein wirklicher Dealer der Hoffnung. Er verspricht immer etwas, Robotaxis und so weiter. Und im nächsten Jahr kommt, man nennt ihn ja auch One Year Alan oder Elon, also der immer sagt, ja, in einem Jahr. Und dann wartet man 27 Jahre und es passiert immer noch nichts. Wirklich beeindruckender Artikel, finde ich, der die Dinge genau auf den Punkt bringt. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung. Apple in der Krise, massive iPhone-Rabatte in China. Also da hat man es richtig schwer als Apple, ohnehin ja Apple jetzt nicht mehr gerade auch auf einem Höhenflug, ähnlich wie Tesla, auch wenn es da immer wieder Zwischenerholungen gibt, aber es sind die beiden schwächsten Kandidaten eben aus diesen Magnificent Seven. Also, das erstmal jetzt, damit Sie ein bisschen Bescheid wissen. Ich hoffe, dass ich diese Dinge in den Griff kriege und werde daher die Frequenz der Videos zumindest runterfahren, weil ich dann praktisch darauf angewiesen bin, dass andere mir von meinen Kollegen mir praktisch Twitter-Informationen, die ich hier habe oder die ich brauche, dann zuschicken, die ich ihnen dann zeigen kann. Aber es ist natürlich was völlig anderes, als wenn ich das so gewohnt mache oder machen kann wie gewohnt. Genau, das ist das Thema. Also diese beiden Artikelempfehlungen. Und dann hoffe ich, dass wir uns zumindest morgen irgendwann mal sehen zum Markeflüster. Jetzt sage ich erst einmal Servus, ciao.